Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niegelnagelneuen Whisky-Verkostungsvideo hier von meiner Bar. Heute widmen wir uns einer Brennerei, die seit gut 2 Jahren einen wirklich großen, krassen Hype erlebt, nämlich Springbank. Und wir werden die Frage beantworten, ob der Springbank 10 wirklich der beste 10-jährige Scotch ist, den es so gibt. Der Hype, der um Springbank entstanden ist, ist wirklich gewaltig. Die klassische Core Range ist extrem im Preis gestiegen. Den 10-Jährigen, den wir hier haben, bekommen wir inzwischen gerade mal für 80 bis 100 Euro. Das ist schon eine extreme Preissteigerung im Vergleich von vor 4-5 Jahren. Außerdem den 15 Jahre alten, dafür muss man schon mindestens 160 Euro hinlegen. Und wenn wir an die 18-jährigen Springbanks schauen, dann ist man mit 300 Euro dabei. Also wirklich eine ordentliche Hausnummer. Wenn man dann eine Sonderabfüllung wie zum Beispiel ein Local Barley oder einen Cask Strength haben will, dann wird's richtig teuer. Aber warum ist das so? Warum sind die Whiskys von Springbank so durch die Decke gegangen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns anschauen, wo kommt Springbank eigentlich her? Die Springbank Distillery sitzt nämlich in Campbelltown, in der ehemaligen Whisky-Hauptstadt Schottlands. In dieser kleinen Stadt gab es ursprünglich mal 34 Whisky-Distillerien. Inzwischen sind nur noch 3 davon übrig geblieben. Springbank ist eine davon. Gegründet wurde Springbank vor fast 200 Jahren im Jahr 1828. In der Brennerei werden auf 3 Potstill-Brennblasen knapp 2 Millionen Liter Alkohol pro Jahr destilliert. Der Brennereicharakter ist das, was Springbank so beliebt macht. Denn wir haben hier ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel aus fruchtiger Süße, dazu etwas Würze und Rauch. Ist der Springbank 10 denn nun der beste Single Malt Scotch Whisky mit der Altersangabe 10 Jahre, die wir bekommen können? Die Frage finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwer zu beantworten. Mit einem Preis von 80 bis 100 Euro ist er auf jeden Fall einer der teuersten. Wenn wir mal so in den Vergleich schauen, zum Beispiel zu Highland Park oder zu Talisker, da liegen wir bei knapp über 30 Euro für einen 10 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky. Um diese Frage also zu beantworten, müssen wir ein bisschen tiefer graben. Wir sollten uns erstmal die Key Facts anschauen. Wir haben einen 10 Jahre alten Single Malt Scotch Whisky mit einer Reifung in ehemaligen Sherry- und Bourbonfässern. Er kommt mit 46 Volumenprozent Alkohol daher, wurde weder gefärbt noch kühlfiltriert. Was die Farbe angeht, würde ich ihn als ganz, ganz typisches, schönes Gold bezeichnen. In der Nase fällt auf, dass er nicht diese typische Komposition aus Vanille und dunklen Früchten hat, sondern er hat eine schöne Frische, einen milden Charakter mit so einem leichten Raucheinschlag hinten raus. Trotzdem ist er schön fruchtig, süß. Also ein Whisky, der wirklich Lust macht, ihn zu trinken. Im Geschmack setzt sich dieser Eindruck fort. Wir haben einen wunderschönen, süßen, milden Whisky, der mit leichter Zitronenfrische und so einem schönen maritimen Rauch, der dezent im Hintergrund ist, aber merklich da ist, wirklich eine, naja, fast perfekte Komposition abbildet. Im Abgang bleibt so eine leicht maritime Salzigkeit in Verbindung mit so einer leichten Frische und dazu noch so ein bisschen Fruchtigkeit am Gaumen auf der Zunge liegen. Und das Schöne ist, der Abgang ist wirklich richtig, richtig schön lange da. Also man hat sehr, sehr lange etwas von diesem 10-jährigen Single Malt Scotch Whisky. Ist das also der beste 10-jährige Single Malt Scotch Whisky? Ich würde sagen, das kommt auf den Geschmack an. Wenn ihr jetzt absolute Torfbomben favorisiert, dann würde ich sagen, seid ihr bei Whiskys von der Isle of Isla besser aufgehoben. Wenn ihr aber wunderbar milde, süße Whiskys ohne Rauch mögt, dann seid ihr vielleicht in der Speyside besser aufgehoben. Also von daher absolut individuelle Meinung zu diesem Whisky. Aber ich muss sagen, für mich spielt er auf jeden Fall in einer ganz, ganz hohen Liga. Das war's schon wieder mit meiner klitzekleinen Whisky-Verkostung. Diesmal mit dem Springbank 10. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wie findet ihr denn die Whiskys von Springbank und findet ihr, ist der Hype gerechtfertigt? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Und ich
genieße jetzt ein Schlückchen dieses wunderbaren Whiskys, während ihr hierhin klickt zum Abonnieren und dorthin klickt, um zu meiner letzten Whisky-Verkostung zu kommen. Sage Slange und bis zum nächsten Mal.